Oh nein. Synchron, synchron, synchron. Ich bin der Spiegel. Ach so, hier im Kreis muss man. Müssen wir die gleiche Richtung wie er. Na. Ich muss Spiegel verkehrt machen. Ah, das wird wohl nix. Verdammt, ich flieg doch auf. Was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Offenbar Zähne putzen. Rufus muss Kitas Spiegelbild spielen und mit Hilfe seiner unschlagbaren Imitationskünste die Zahnbewegungen seines Doppelgängers nachahmen. Der Pfeil unten rechts hilft ihm dabei, ebenso wie das Verdachtsometer, das möglichst gut gefühlt bleiben sollte, damit die Scharade nicht aufliegt. Okay. Ja? Mit dem Kreis, das, ja, das schaffe ich noch nicht ganz. Na. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Verdammt. Mussbewegungen müssen langsamer. Oh Mann, dieses Rätsel. Ich mach doch im selben Rhythmus. Ein bisschen heftiger vielleicht. Was muss ich hier machen? Das war schon ganz gut. Langsam kriege ich das hin. Ja, aber langsam ein bisschen raus. Ach komm. Ich muss synchron mit dir machen. Jetzt hier so. Und hier so. Und hier so. Ein bisschen schaffe ich es schon. Aber noch nicht weiß. Concentration. Verdammt. Ich. Warum wir noch nicht längst aufgeflogen sind. Ich weiß auch nicht. Ich muss genau dann, wo er anfängt. Und langsamer. Och Mann. Ich hasse dieses Spiel. Ah, ich hab's nicht. Verdammt. Ich war schon im weißen Bereich. Ich bin zu ungeduldig. Ich muss die gleichen Bewegungen wie er machen. Verdammt. Und hops 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 und dabei bleiben. Verdammt! Ich kann das nicht. Zähne putzen, die. Ich will das schaffen. Na komm. Ich mach das doch. Ich mach exakt dasselbe wie er.
Was zum? Was will das Spiel von mir? Komm! Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Oho. Ach, Rufus. Was zum? Oh ja. Oh je. Jetzt doch die richtige. War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus, sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Oh nein. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Welches war jetzt die richtige falsche Tasche? Die Tasche. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Porzellan. Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Ich war mir doch sicher. Das war doch hier. Die Tasche lag hier in diesem Item-Slot. Das heißt, ich habe sie früher bekommen. Das ist eigentlich. Es war die richtige. Verdammt. Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Okay. Nehmen wir uns noch eine Schnapspraline. Na dann, raus mit uns. Nochmal ein Dockszimmer. Frei schon. Hallo. Tja. Verstecken sich immer noch. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Uga, uga. Ja. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Ja, ganz genau. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Natürlich. Ach so, das Gespenst ist ja weg. Dann mal raus. Mann, danke. Da bringen mich die 10 Pferde der 10 apokalyptischen Reiter nicht mehr rein. Anspielung auf Wonder is Monday, oder was? Da gab es auch apokalyptische Reiter. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Allerdings. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann was? Ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es nicht. Fliegen auf. Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Verdammt. Ich muss unsere so Tarnung ist sehr löchrig. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie. Ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein.
Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt haben wir die richtige Tasche hingestellt. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Okay. Jetzt haben wir die Tasche. Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-die-Wupp. Mammutfellrele. Ich werde es mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Natürlich. Keine Zeit. Jetzt zählt jeden. Jetzt zählt jede Sekunde. Das ist ab in Docs Zimmer. Hey, Doc. Ich habe hier Plasma-Austausch. Fluppi-Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich jetzt bin erkennen sie mich im Kostüm. Alte. Natürlich. Yay? Ja, yay, nicht. Super. Aber wie? Ja. Also, das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell... was? Tja, ulkige Geschichte. Also, das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Aber ich hab doch eins. Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh, so? Naja... Wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst, es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Vorwärts, Papagalli! Ui. Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh, wei. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal. Weg hier. Aber schnell. Holz an der Ragu. Hey, halt! Stehen geblieben! Ach du Schande. Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holz an der Ragu. Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. In den Schrank. Oh wei. Cool, was machst du denn hier? Oh oh. Hey, komm hier zurück. Hinein. Da hinein. Da wieder raus. Oh oh. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. In das dunkle Zimmer. Wie kommen wir denn da durch? Das ist doch... Stehen. Das ist doch ein Fenster. Sind wir durchs Fenster durch oder was? Das müssen wir gemeinsam mit Goal in den Flug kommen. Achten Sie! Lustiges Türenspiel. Nein, das ist der Falsche. Warte! Ah, das bin ich. Richtig. Was? Stopp! Was jetzt? Wer ist jetzt Rufus und wer ist Goal? Wer ist Rufus und wer ist Cletus? Ist hier schwer zu unterscheiden. Goal! Was machst du denn hier? Oh oh! Das ist auf jeden Fall Cletus. Komm zurück!
Na toll. Lass das, ich bin nicht Cletus. Verdammt. Oh nein. ja. Da ist lang. Oh oh. Fräulein Goal, achten Sie! Was für ein Chaos. Schon Errungenschaftsregelstand versteckt. Eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchel den Heuchler! Oh nein. Hoppla. Aber meine Dame. Oh Schreck. Yay. Schafft. Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Die beiden sind in der Besenkammer. Auf ihre Gefangenen aufpassen. Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Oh, wenn ich die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Sehr gut. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? In diesem Hotel bleiben. Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Das kann ja nichts sein. Guter Mann. Dann lasst uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Oh je. Das macht er gar nicht so schlecht. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durch Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Gut, zwei edle Proben, ja. Mit dem Svenfürst. Hier. Jetzt. Weiter geht's. In der Story.